kommt wieder ein neues Video. Und zwar mache ich heute einen kleinen vorweihnachtlichen Haul. Und eigentlich so richtig klein ist er gar nicht. Aber wir nennen ihn einfach mal kleiner, weihnachtlicher, vorweihnachtlicher Haul. Und der beinhaltet Lush, Yankee Candles und amerikanische Süßigkeiten. Also wenn euch sowas interessiert, dann bleibt am besten dran. Beginnen wir mal mit Lush. Und zwar war ich da ja schon ein bisschen länger her. Also ich hatte mal ein Bild auf Instagram gepostet und da war ich eigentlich. Und zwar habe ich mir zwei Badekugeln gekauft. Und zwar einmal die Cinders Badekugel. Ich packe das Ganze jetzt mal aus. Und zwar sieht das Ganze so aus und die riecht einfach nach Zucker und Zimt. Und ich glaube, die hat 4,99 € gekostet. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Weil es schon etwas länger her ist, wie gesagt. Und ja, die einmal. Und dann noch einmal die Lord of Misrule Badekugel. Die ist einfach so grün und die hat hier einen Stern eingedruckt. Und die riecht nach Weihnachten. Nach was soll die riechen? Nach Vanille auf alle Fälle, nach schwarzem Pfeffer. Ja doch, sie riecht schon ziemlich spicy, aber direkt Pfeffer kann ich jetzt hier nicht rausriechen. Riecht auf alle Fälle nicht, also ist auf alle Fälle nichts für Leute, die was Frisches mögen. Also das riecht nicht sehr fruchtig. Ich weiß nicht, also es riecht auf alle Fälle sehr weihnachtlich. Und die hier hat, glaube ich, 5,99 € gekostet. Das war der ganze Lush-Einkauf. Machen wir weiter mit meinen Yankee Candle-Einkauf. Und zwar war ich heute bei so einem Laden. Das ist so eine Art amerikanischer Laden, also die, wo das nach Deutschland bringen. Und dort haben die halt auch ein ziemlich großes Yankee Candle Regal. Und da war eine Aktion, dass wenn man für 30 € Kerzen kauft, dass man eine für 28 € umsonst bekommt. Also diese mittlere Größe. Und ja, das werde ich jetzt einfach mal zeigen, was ich alles gekauft habe. Und es ist, also sind auch noch zwei Kerzen von meiner Mutter mit drin, aber das ist ja egal, also legen wir mal los, ne? Erstmal die mittlere große, was finde ich aber trotzdem auch schon groß ist. Kerze, die ich gekauft habe, und zwar ist das diese hier. Das ist die Christmas Eve Kerze. Und ich werde jetzt halt versuchen zu beschreiben, nach was sie riecht. Auf alle Fälle ist das, finde ich, die beste Kerze von Yankee Candle. Also die riecht nach Weihnachtsbaum, aber nicht so krass. Dann riecht die auf alle Fälle noch etwas süß, also ich bin nicht der Fan von Kerzen, die nicht süß riechen. Also wenn die nur nach Frucht riechen, dann mag ich die nicht. Riecht da mal dran, ey. Das ist so krass. Also ich liebe diese Kerze. Und die hat jetzt, glaube ich, ja, wie gesagt, 28 oder ein bisschen weniger gekostet. Also ich bin mir da jetzt nicht sicher. Und dann umsonst dazu bekommen habe ich diese hier. Und zwar habe ich mir schon vor längerem mal die kleine von Fireside Treats gekauft. Und ich liebe diese Kerze wirklich. Also ich finde, das ist die... Auch, jetzt sage ich es wieder, die beste Kerze, aber das ist wirklich eine der besten Kerzen auch. Die riecht eigentlich ziemlich wie irgendwie Waschmittel oder so. Blöd beschrieben, aber so ein bisschen frisch eben. Und die riecht, wie gesagt, nach Marshmallows, aber halt auch nach irgendwie Lagerfeuer oder sowas wie Natur. Also, ja. Jedenfalls ist es nicht der... Wenn man sagt, der Marshmallow-Geruch ist extrem süß. Also so ist es nicht, aber ich liebe die einfach. Und ja, da habe ich so eine ganz süße Kerzenzipfelmütze bekommen. Ja, ist sie nicht süß, die kleine? Und zwar habe ich noch diese kleinen hier. Und zwar einmal, das ist kein winterlicher Duft, sondern der heißt Summer Scoop. Und ich dachte mir, ein bisschen Eis sollte auch im Winter drin sein. Also das Speiseeis meine ich jetzt halt. Jedenfalls riecht das nach Eis, so bärigen Eis und ja, das ist auf alle Fälle so richtig gut. Dann, das gehört meiner Mutter, riecht mir jetzt nicht so gut und zwar Mandarin Cranberry. Mir riecht es einfach zu Kloduftstein. Ich weiß auch nicht. Ich finde diese Bärendüfte riechen immer so Kloduftstein. Dann, die gehört auch noch meiner Mutter, finde ich aber allerdings, riecht auch super. Und zwar ist es Black Cherry, also wirklich wie schwarze Kirschen. Okay, dann habe ich noch einmal Mary Marshmallow in klein. Weil ich einfach fand, dass es in der großen Kerze wirklich mir zu extrem gerochen hat. Also ich kriege da immer vorne immer Kopfschmerzen. Und dann noch einmal, was ich noch nie irgendwo anders gesehen habe. Und zwar ist das Red Velvet. Nur Red Velvet, aber es ist ein Cupcake. Also diese hier, die riecht so gut. Also wirklich, also so toll. Und die da habe ich mir auch noch gekauft. Und davon hat eine, zwei...
2,50 gekostet. Das war es mit dem Yankee Candle Einkauf und jetzt zeige ich euch noch die Süßigkeiten, die ich mir gekauft habe. Und oh mein Gott, Leute, ich habe amerikanische Süßigkeiten. Ich bin ein kleines bisschen verrückt gegangen. Wie sagt man denn das auf Deutsch? I went a little bit crazy. Aber ich weiß nicht, wie man es jetzt gerade sagt. Jedenfalls fangen wir mal mit was an, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe. Und zwar einmal zwei Arizonas. Und zwar einmal diese hier in Kiwi Strawberry. Und der hier hat jetzt zwei, also es ist alles sehr teuer, merkt euch das. Ich kann mir das natürlich nicht immer leisten, aber ich habe mir gedacht so, ich war ein bisschen verrückt danach. Also ja, rechnet lieber nicht zusammen. Und der hat 2,50 gekostet und dann habe ich mir noch einmal den Watermelon gekauft, weil ich die Flasche schön fand und Wassermelone liebe. Deswegen, der hat auch 2,50 gekostet, erstmal die zwei Arizonas. Dann habe ich mir was gekauft, was auch sehr viele Amerikaner schon so viel davon geredet haben. Und zwar sind es einmal diese Pop-Tarts und ich habe die jetzt in Cookies and Cream genommen, weil ich habe eigentlich so nach einer Hauptsorte geguckt, aber da gab es irgendwie gar keine Hauptsorte, deswegen habe ich einfach die genommen. Und zwar ja, sind das die Cookies and Cream und die haben viel gekostet und ich finde den Preis gleich mal, aber ich glaube, die haben sogar 4,99 oder so gekostet. Also das kannst du dir echt nicht immer leisten. Also ganz ehrlich, was sind auch nur 8 Teile drin, also 4,99 ist schon ein Hammerpreis dafür. Dann einmal Lucky Charms und zwar in so einem Mini Becher, sieht aus wie 5-Minuten-Terrine, aber ich sage euch gleich, wieso ich den gekauft habe. Und zwar die normale Dings, ich wollte eigentlich die normalen, also die normal großen, ne? Und jetzt rate mal, wie viel die gekostet haben. Nein, ich werde es euch sagen, und zwar 8,90 €. Und ich dachte mir, what the fuck, ich kaufe doch keine Cornflakes für 8,90 €. Also das war mir dann ehrlich gesagt auch etwas zu teuer. Und deswegen habe ich die in so einem kleinen mitgenommen. Der hat 2 € gekostet, was ich auch übertrieben finde für Cornflakes. Aber ich dachte mir, ich probiere die lieber erstmal und wenn ich dann Lust habe, kann ich ja auf meine Cornflakes sparen. Dann einmal Hershey's Kisses und zwar einmal die kleinen normalen. Weiß ich leider nicht, wie viel gekostet haben. Ich tippe so auf 2 €. Und einmal diese hier, die ich unbedingt haben wollte, aber auch so teuer waren. Aber ich dachte mir, egal, du kommst eh nie dran. Also. Und zwar hatte ich aus England diese Hershey Schokolade in Cookies and Cream und jetzt gab es die Kisses davon und ich dachte mir, oh mein Gott. Und die haben auch viel gekostet, nämlich 6 €. Das ist echt so krass, Leute. Ja, aber ich habe es mir jetzt einfach nur gedacht, kaufst du es dir einmal und wenn es dir nicht schmecken, musst du es ja nie wieder kaufen, also. Dann bin ich bei den Nerds auch etwas crazy gegangen. Und zwar habe ich einfach mal alles gekauft, was sie da hatten. Und zwar einmal die Rainbow, weil ich die schon so oft gesehen habe und gehört habe. Nein, so rum bin ich dumm. Egal. Jedenfalls diese Rainbow-Teile. Dann für 3 € ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man denkt, wie viel da drin ist. Dann die Wild Cherry und Watermelon. Dann die Lemonade Wild Cherry und Apple Watermelon. Dann die Wildberry Fruit Sorbet Bayer Silvestre. Was? Ups. Ups, ich lese gerade Spanisch. Ja. Die Wildberry und Peach, da steht auf einmal andere Sprachen noch drauf. Und dann die Gotta Have Grape und Seriously Strawberry. Ja. Jedenfalls die Teile hier. Und ich werde dann später gleich welche probieren, weil ich es einfach nicht erwarten kann, dass ich diese Teile da probiere. So krass, ey. So krass. Und dann zu guter Letzt noch diese Skittles hier. Und zwar sind das die Skittle Riddles. Und zwar, da sind die, entsprechen die Farben nicht den Geschmack. Also wenn du ein pinkes hast, hast du irgendwie Apfel oder so. Also fand ich ganz lustig die Idee und witzig bei uns. Deswegen ich gedacht so, ja, nimmst du sie mal mit. Das war es mit meinem kleinen vorweihnachtlichen Haul. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt Kaufstopp, also endgültig. Ich hatte eigentlich schon vor einer Woche Kaufstopp, aber hast ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Jedenfalls habe ich jetzt wirklich Kaufstopp, weil jetzt geht es auf Weihnachten zu und jetzt kann ich kein Geld mehr ausgeben, weil ich auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen muss. Und deswegen habe ich jetzt Kaufstopp. So, dann würde ich sagen, hoffe ich, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Tschüss! Und zwar mache ich heute einen kleinen Vorweihnachten. Und zwar mache ich heute einen kleinen Vorweihnachten. Scheiße! Beginnen wir mal mit